Die neue Fresh Express-Version schlägt Sätze zur Vervollständigung vor, die Sie häufiger eingegeben haben. Bei mehreren Alternativen erscheint ein Menü beim Mauszeiger zur bequemen Auswahl. Textabkürzungen erweitert das Programm automatisch. Und Tippfehler werden während des Schreibens korrigiert. Und das in jeder Anwendung, statt nur in Word oder Outlook. Textbausteine lassen sich auch per Tastenkombination einfügen. Hier sehen Sie, wie mehrere Textbausteine miteinander verkettet und manuelle Texteingaben innerhalb der Phrase eingebettet werden können. Textbausteine müssen nicht unbedingt statische Inhalte aufweisen. Fresh Express kann Textkürzel auch mit dynamischen Inhalten, wie in diesem Beispiel mit dem aktuellen Datum, ersetzen. Das funktioniert sogar im Satzkontext. Hier wechselt Fresh Express die Worte in einer Stunde mit der entsprechenden Uhrzeit aus. Oder das Wort morgen wird optional durch das morgige Datum ersetzt. Fresh Express kennt die aktuelle Uhrzeit und das Datum und kann damit auch zeitgesteuerte Textbausteine ausgeben. So werden diese Eingaben durch den aktuellen Monat oder die aktuelle Jahreszeit getauscht. Texte können auch erweitert statt nur ausgetauscht werden. Als Beispiel gebe ich hier eine E-Nummer aus der Lebensmittelbranche ein. Man kann ganze Datenbanken in Fresh Express als intelligente Textbausteine hinterlegen. Fresh Express kennt den zur E-Nummer zugehörigen Inhaltsstoff und fügt diesen optional in Klammern an. Hier eine praktische Funktion für Ärzte, die viel Schreibarbeit für Diagnoseberichte aufwenden. Nach Eingabe weniger Zeichen eines Krankheitsbildes wird die Vervollständigung vorgeschlagen, die hier erweitert wird und sich abschließend durch eine spezielle ICD-10-Nummer ersetzen lässt. Es lassen sich auch Internetseiten mittels Textabkürzung öffnen. Hier zeigen wir das mit einer Suche in der Wikipedia. Nach Eingabe des Suchtextes wird die Internetseite aufgerufen. Oder starten Sie Programme bequem per Textkürzel. Einfach auf das Programmsymbol mit der rechten Maustaste klicken und den Befehl mit Fresh Express öffnen auswählen. Dann ein Kürzel eingeben. Hier eignet sich Calc für Kalkulator. Ab sofort startet das Programm, wo immer Sie diesen Autotext später eingeben. Genauso könnten Sie auch mit Excel, Word oder dem Browser vorgehen.